So, Salamu alaikum. Guck mal, die Schwarzen wurden ja aktiviert jetzt schon, ne? Guck mal, böse Mann. Guck mal, böse Mann. Du bist doch der böse Mann, Bruder. Du hast uns alle gefickt mit Diss-Tracks, mit dies, das, das, dies, das. Guck mal, ist kein Problem. Das ist gar nichts gegen dich, Respekt. Aber guck mal, hier ist ein AfD-Politiker, der gesagt hat, dass alle Albaner, die nach Deutschland gekommen sind, dass es sowieso nur Diebe sind. Der hat euch alle zu Diebe gemacht. Also, wenn du deine ganze Kraft und deinen ganzen Power und deine ganze Energie und deine ganze albanische Community für was Gutes einsetzen willst, dann werde ich gegen diese rassistischen Aussagen. Jetzt kannst du deine Kraft einmal, jetzt kannst du deine Kraft einmal gut einsetzen. Du bist ein Löwe, du bist ein Riese, du bist ein mächtiger Mann. Setz die richtig ein. Jetzt kannst du sie einsetzen. Andreas Weinert hat gesagt, dass alle Albaner die. Ja. Also wie ich gerade sagte, das geht natürlich nicht nur für die Schwarzen. Unsere albanischen Brüder wurden natürlich auch beleidigt. Ne? Das muss man hier auch ganz deutlich auch dazu sagen. Ne? Und ja, also wie ihr wollt, am besten wehrt ihr euch genauso dagegen. Auf mich könnt ihr zählen, ich bin genauso hinter euch wie hinter den Schwarzen, weil Rassismus hat keine Farbe, keine Nationalität und keine Herkunft. Deswegen. Guck mal, supportet Enisa Armani. Support Enisa Armani, Bruder. Und lasst euch irgendwas einfallen und wehrt euch gegen diese Scheiße. Wehrt euch gegen diese Scheiße. Also mehr kann ich euch nicht sagen.